Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt vom 6.1. von dem guten Mitchell. Mitchell ist kein Deutscher, der kommt aus Holland und hat mir eine englische Nachricht geschrieben. Die lese ich euch auch gleich vor. Ich muss noch kurz sagen, zwei Zoos wären eigentlich noch vorher dran gewesen. Aber das sind zwei Zoos, die jeweils sozusagen Updates sind von Zoos, die wir schon mal besichtigt haben. Deswegen habe ich den ganz bisschen nach hinten geschoben. Ist, denke ich mal, dann nur fair, damit halt erstmal ein paar mehr Leute rankommen, die halt noch nicht dran waren. Und dann kommen halt die Zoos, besichtigen wir dann aber auch noch irgendwann. Also das machen wir auf jeden Fall. So, jetzt lese ich mal die Nachricht für euch vor. Denn der gute Mitchell schreibt: Dear Dundee, I am Mitchell from the Netherlands and I love your videos. I like your way to show zoos from other players. I'm sending my zoo so far. It's not finished, but I hope you enjoy it. Mit vriendelijke groeten, Mitchell. Das war holländisch. Mit vriendelijke groeten. Ich liebe Holland, ne? Geile Sprache. Vielen Dank, Mitchell. Ich freue mich sehr auf dein Zoo. Der Speicherstand heißt übrigens Zoo San Diego. Oder San Diego Zoo. Und den werden wir jetzt besichtigen. Und da sind wir schon im San Diego Zoo angekommen. Ich habe vorhin erst überlegt, ob ich die Folge auf Englisch oder auf Holländisch mache. Aber ich glaube, mein Englisch ist zu sehr eingerostet, weil ich das einfach so lange nicht gesprochen habe. Und mein Holländisch ist gar nicht vorhanden. Ich kann leider kein Holländisch. Sonst würde ich direkt hier die Folge auf Holländisch machen. Das wäre bestimmt witzig. Heißt es eigentlich Holland oder Niederlande? Eigentlich heißt es ja offiziell Niederlande, ne? Ist es denn schlimm, wenn man Holland sagt? Ich glaube, jeder sagt Holland, oder? Welcome. Sieht ja schon mal sehr schön aus. Richtig cool. Ist wie so eine Brücke. Also daraus könnte man wirklich eine coole Brücke machen. Problem ist immer nur, dass man, wenn man hier wirklich Wege drüber machen würde, man kann die Wege leider nicht so abrunden. Die sind immer so ein bisschen eckig. Finde ich sehr schade in Planet Zoo, weil das wäre wirklich eine wunderschöne Brücke. Und was trotzdem ein richtig cooler Eingangsbereich. Nicht schlecht. Fällt mir. Und es geht direkt los. Gorilla, Schimpansee und Bongo. Okay, scheint hier alles auf Englisch zu sein. Oder Holländisch kann natürlich auch sein. Ich denke mal, die Holländer, die benutzen auch relativ viele englische Wörter. Zumindest mehr als wir Deutschen. Oh, haben wir das erste Gehege. Flamingos. Sehr coole Felsarbeit hier. Ich mag das auch, dass du hier... Oh ja, du hast mit drei verschiedenen Felsfarben gearbeitet. Sehr mutig. Gefällt mir aber. Sieht gut aus. Schönes erstes Einstiegsgehege. So, wo gehen wir denn jetzt als erstes lang? Ich würde fast sagen rechts, weil wir rechts nur den Bongo haben. Dadurch verpassen wir wahrscheinlich weniger. Auch ein schönes Schild hier. So. Mitarbeiter. Einrichtung. Oh, die hast du sogar auch hier schön eingerichtet. Personal. Nee, Personil. Das ist jetzt holländisch. Geht's hier hoch? Ach, sogar mit zwei Etagen und so. Richtig cool. So, hier geht's auch noch lang. Restaurant. Weedgang. Ausgang heißt das wahrscheinlich, ne? Weedgang. Weedgang. Bongo. Holländisch hat auch viel, glaube ich, von Plattdeutsch. Aber Plattdeutsch kann ich leider auch nicht. Auch wenn ich so nah an Ostfriesland bzw. in Ostfriesland wohne. Oldenburg ist ja sehr nah an den Niederlanden dran. Ich war auch schon, glaube ich... In den Niederlanden war ich, glaube ich, am häufigsten, was Ausland angeht. Aber Niederlande ist auch mega cool. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr mal einen günstigen, schönen Urlaubsort sucht, fahrt nach Holland. Mega nice. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich gehe da doch hoch. Oder? Nein, nein, wir gehen hier weiter. Ist auf jeden Fall auch irgendein sehr interessanter Kanal. Ist auch schon das Bongo-Schild. Ah, hier kann man nämlich über das Gehege schauen. Und da sind dann die Bongos. Bongos sind cool. Finde ich auch cool, dass du hier das Ganze so abgesteckt hast mit Felsen. Sieht natürlich hier teilweise noch sehr kahl aus. Und ja, aber das ist halt so wild. Ich finde es schön. Ein bisschen Musik fehlt mir noch. Das wäre super, wenn es Musik hier noch geben würde. So, hier geht's jetzt zum Restaurant. Wilde Hond. Du wilde Hond. Art Warken, was auch immer das ist. Und Mandrill. Oder Mandril. Wird das nicht mehr Doppel-L geschrieben? Hm. Restaurant. Gehen wir doch mal ins Restaurant was essen. Oh, hier ist Musik. Schön. Cooles Gebäude.
sehr modern mit diesem Glasdach und so. Aber trotzdem schön gemacht. Ja, definitiv. Schönes, solides Gebäude. Hier die Toiletten kann man natürlich ein bisschen verstecken. Wie schon oft gesagt, bin ich kein großer Fan von. Aber jetzt gehen wir mal weiter zu die Wilde Hunde und zu den Aardvarken. Was auch immer das ist. Tunnel. Ah, Erdferkel. Sind das Aardvarken? Erdferkel? Das könnte sein, oder? Aardvarken? Ich glaube schon. Vielleicht heißen die ja sogar so. Ne, Erdferkel, leider. Hojore. Aber auch sehr cool hier. Kann man schön rüberschauen. Auch kleines, feines Gehege. Ja, hier hinten vielleicht die Felsen noch ein bisschen interessanter gestalten. Sieht schon ein bisschen Copy-Paste aus hier. Aber das ist schon in Ordnung. Oh, wie süß. Schaut mal. Oh. Putzig. Hinten haben die da auch noch sehr interessante Höhlen, wo sie rein können. Wenn sie ein bisschen schlafen. Auch sehr cool gemacht. Oh, hier oben glitscht was durch. Das ist auch immer ein bisschen doof. Aber das kommt manchmal vor. Dann musst du einfach nochmal diese einzelnen Teile von der Gruppe trennen und ein bisschen nach drin bewegen, sozusagen. Dass man das nicht mehr durchschimmern sieht. So, hier links haben wir die wilde Hunde. Hunde. Die sind ja auch gerade wild am Spielen. Oh, jetzt ist vorbei. Jetzt fühlen sie sich beobachtet. Auch sehr süße Tiere. Gut, hier natürlich noch mit Klippen und so ein bisschen das verfeinern. Damit das ein bisschen natürlich aussieht. Mandrill. Restaurant Bongo. Nilvaran. Seychellen Reuzen Schildpad. Was? Seychellen Reuzen Schildpad? Ist das eine Schildkröte, ein Schildpad? Oh, ich liebe Holländisch. Beste Sprache. Geil. Ja, hier auf jeden Fall müssen die hier noch ein bisschen mit Klippen und so gemacht werden. Und es ist alles sehr grün. Also hier so ein bisschen Flecken, ein bisschen Erde und so zwischenzupacken, wäre, glaube ich, ganz nice. Dann sieht das ein bisschen natürlicher aus. Mandrill haben wir noch nicht gesehen. Wir gehen mal erst zu den Mandrills, würde ich sagen. Sonst verpassen wir die. Da, jetzt gehen wir hier in so eine wunderschöne Höhle. Auch hier mit dem neuen DLC, mit den Fackeln. Finde ich cool. Oh. Hier ist direkt Affenstimmung. Tropenstimmung mit Boxen. Sehr cool. Ich glaube, wir sind jetzt so mitten im Gehege. Ja, und hier sehen wir die Mandrills, ein Baby sogar. Coole Idee. Du hast halt so einen Tunnel in das Gehege gemacht und genau in der Mitte so einen Rundkreis. Und du hast auch diese Ranken hingemacht. Das ist ganz cool. Gefällt mir. Hast du die von außen gefärbt? Ja. Sehr cool. Das ist dann wahrscheinlich so ein rundes Gehege. Und die kann man sogar echt gut beobachten, die Tiere. Schaut mal, wie nah die hier an die Scheibe kommen. Das ist doch nice. Gucken wir mal uns nochmal um. Hier oben haben die auch nochmal so ein Häuschen, wo sie dann rein können und ein bisschen schlafen können. Hier kann man sogar auch noch hinlaufen, sehe ich gerade. Hier draußen stehen Leute und beobachten mich. Kommt mir vor wie ein Tier. Okay, wir gehen aber hier wieder zurück. Und dann schauen wir mal. Wie kommt man denn da hin? Keine Ahnung, wir gehen mal weiter. Hier kommt nämlich der Nilvaran und die Seychellen. Okay, wir lassen das. Ah, cool. Underwater Viewing. Das ist wahrscheinlich jetzt das Nilvaran-Gehege, weil die brauchen, glaube ich, Wasser und die schwimmen auch ganz gerne. Wo sind sie denn? Finde ich aber cool. Und da oben kann man auch noch rauf. Also hier sind auch noch Leute. Das heißt, man kann Underwater Viewing machen und man kann... Oh, hier links ist auch noch was. Ach, da sind die Schildkröten. Das waren halt wirklich Schildkröten. Welches ist das denn? Aldabra. Okay. Aldabra Riesenschildkröte. Da ist der Nilvaran. Boah, sieht ein bisschen eckig aus hier. Hier noch ein bisschen kahl und sowas. Aber bist du wahrscheinlich noch nicht zugekommen. Hier haben wir die Schildkröten. Und direkt dahinter das Mitarbeitergebäude. Das finde ich aber in Ordnung. Finde ich eigentlich eine ganz schöne Deko. Hier fehlt eine Stütze. Bisschen unrealistisch aus. Hast du wahrscheinlich vergessen. Ein Holzbalken oder so, oder zwei, hätten es schon getan. Hätte auf jeden Fall gereicht. Auch hier sieht ein bisschen eckig und trist aus. Paar Höhenunterschiede rein und sowas. Ich denke mal, das würde das Ganze natürlicher wirken lassen. Jetzt gehen wir gleich zu den Gemsbuk. Gemsbuk. Aber erstmal, nee, hier Personil. Erstmal gehen wir, okay, das ist einfach nochmal so ein Mitarbeiterhaus. Hier ist nochmal so ein schöner, das ist gar nicht so ein Tunnel, das ist sogar eine Brücke. Schaut mal, hier ist, glaube ich, ein Weg. Ich glaube, das ist eine Brücke. Da laufen auch Leute.
Cool. Das hatten wir gesehen hier, ne? Ja, das waren die wilde Horde. Gemsbock. Bevor wir dahin gehen, gehen wir mal hier hoch. Ich bin mal gespannt, wo wir hinkommen. Azi? Das ist Asien? Azi? Afrika, okay. Azi. Da. Jetzt sind wir auf der Brücke sozusagen. Da waren wir vorhin. Da unten. Cool. Ah, hier oben kann man auch nochmal die wilde Horn da angucken. Da schläft gerade einer im hohen Gras. Ja, aber es ist echt... Ja gut, hier hast du sogar so ein bisschen Erde reingemacht. Ich glaube, so ein bisschen mit den Untergründen noch arbeiten wäre nicht verkehrt gewesen. Oh, auch ein sehr interessantes Haus. Kann man aber leider nicht reinschauen. Das ist ein bisschen hoch. Scheint mir aber ein Unterschlupf zu sein. Was haben wir denn hier? Giesbeck. Ich denke mal, das sind diese Gemsbock, also Spießböcke auf Deutsch. Finde ich cool hier. Oben diese Fenster, hier unten, da oben. Hier können dann die Kinder hingehen, hier die Erwachsenen. Sehr schön gemacht. Und hier sieht man dann wundervoll die Tiere. So, eigentlich so aus dieser Sicht, aber ich gehe immer... Oh, jetzt bin ich fast drauf. Durch die Scheibe, damit man es besser sehen kann. Auch ein sehr interessantes Gehege. Hier hast du auch Höhenunterschiede drin. Fehlt mir so ein bisschen das Wasser noch. So ein kleines Wasserbecken wäre ganz cool. Aber auch schöner Unterstand hier. Flackert natürlich so ein bisschen, aber das habe ich ja häufig schon gezeigt, dass man das auch beheben kann, das Flackern, ohne Probleme. Ja, ganz solide. Weiter geht's. Restaurant waren wir gerade schon. Wilde Horn auch. Hä, nee, ist das ein anderes Restaurant, oder? Nee, waren wir hier schon? Nee, ist ein anderes Restaurant. Ah, schaut mal an. Okay. Da sind auch noch ein paar Infostände, wieder Toiletten, Geldautomaten, Pizza Pan und Pip Shop, Shot Water und Leute, die auf der Stelle laufen. Und da los. Okay, die scheinen ein bisschen zu drängeln. Ah, okay, wir waren vorhin hier unten. Da sind wir lang gelaufen. Und jetzt sind wir sozusagen oben hier bei den Flamingos. Cool. Kann man hier nochmal einen wunderschönen Blick erhaschen. So. Also so Schilder sind wirklich Gold wert. Wenn ihr einen Zoo baut und den einschickt, Schilder machen es wirklich viel einfacher für mich. Oh, hier kann man nochmal die Wildhunde angucken. Von allen Seiten kann man die angucken, da sind sie wieder am Spielen. Süß. Ich finde das cool, dass du wirklich von allen Seiten immer so Viewing Galleries und so gebaut hast. Das sind jetzt die Bongos nochmal. Die kann man auch nochmal von dieser Seite angucken. Auch ein riesiges Gehege, ne? Krass. Also Platz ist auf jeden Fall vorhanden. Gehege sieht aber teilweise auch noch ein bisschen kahl aus. Also so ein bisschen mehr Gestaltung wäre, glaube ich, nicht verkehrt. So, jetzt gehen wir, glaube ich, gerade wieder über eine Brücke. Ja. Hier sind wir vorhin lang gelaufen. Hier sind nämlich auch nochmal die Erdferkel. Da. Da sind sie am rumlaufen. Hier war das Restaurant, wo wir vorhin waren. Was haben wir hier? Ja, hier sind die... Hier ist das Innengehege von den Mandrills, was wir vorhin gesehen haben, wo wir beobachtet wurden. Jetzt ergibt so langsam alles Sinn. Das ist cool, dass das alles so zusammenhängt ist. Und hier ist auch noch einiges geplant. Also wenn du mal weitergebaut hast, dann kannst du es gerne wieder einschicken. Sieht ja schon mal sehr gut aus. Wir haben aber noch nicht alles gesehen, Leute. Noch sind wir nicht durch. So, ich bin jetzt nochmal zurück zum Eingang gegangen, weil vorhin sind wir rechts rumgelaufen. Ich glaube, wir haben den rechten Bereich soweit abgearbeitet. Jetzt gehen wir mal links zu den Gorillas und Schimpansees. Da gehen wir jetzt mal hin. Ah, hier geht's direkt zu den Gorillas, so wie es aussieht. Ist auf jeden Fall ein Gorillaschild. Laufen wir doch mal hier hoch. Oh, okay. Hier kann man dann wundervoll ins Gorilla-Gehege schauen. Ach, da sitzt sogar einer. Na du? Hast du keinen Bock auf uns? Das ist aber cool, dass man hier wieder in so ein Haus rein kann und die beobachten kann. Finde ich auch cool, dass du das Haus hier so gemacht hast. Da kann man hier durchschauen und hier sogar noch die Gehegewand auch aus dem gleichen Material gebaut hast. Sieht alles so aus wie in einem Guss. Das finde ich cool. Und hier hat man nochmal so einen Gitterzaun. Finde ich auch cool. Habe ich auch so noch nicht gesehen mit diesen... Ja, was ist das denn? Kies, glaube ich, ne? Kiesbalken und dann diese Gitterzäune. Sieht cool aus. Halt mehr. Dahinter ist auch nochmal so ein riesiges, rundes Haus. Ich glaube, da können wir jetzt sogar reingehen gleich. Jetzt ein Restaurant. Wir gehen mal jetzt erstmal hier rein.
Ah, hier sind die Mitarbeitereingänge in die Gehege. Und jetzt sind wir, genau, jetzt sind wir in so einem riesigen Glasdom. Cool. Da können wir jetzt einmal die Gorilla angucken und die Schimpansen. Cool. Rechte Seite sind hier Schimpansen. Üben da gerade ein bisschen und sowas. Können hier auch ordentlich hochklettern. Und auf der linken Seite sind die Flachland-Gorilla. Die können ja auch klettern, aber es ist leider gerade keiner im Inneren. Schade, wir gehen einfach mal rein. Ich glaube, ihm ist warm. Er schläft unter Wasser. Oder unter diesem Wasserstrahl. Hatten die einen Streit? Er ist sauer auf ihn. Oh nein! Jetzt tröstet er ihn. Es tut mir leid, was ich gesagt habe. Komm wieder aus der Ecke. Und, reagiert er? Ne, er ist stur. Er bleibt an seinem Baum sitzen. Ich finde die Affen richtig cool, ne? So, gehen wir auch mal in das Schimpansengehege. Die machen ja auch gerade ein bisschen Action. Aber da sieht das eher so nach Mama und Sohn aus. Oder Mama und Tochter. Einmal ein bisschen pflegen, den Dreck wegmachen. Auch hier ein schönes Gehege. Oh, da kann man auch nochmal oben rauf. Hier gibt es auch noch einiges an Klettermöglichkeiten. Das sieht cool aus. So, weiter geht's. Wieder raus hier. James Bock haben wir doch auch schon gesehen, ne? Ich glaube schon. Ich will eigentlich nochmal jetzt schnell hier hoch. Waren wir hier vorhin schon? Ach doch, hier sind wir vorhin lang gelaufen. Hier bei dem Restaurant waren wir. Okay, so mittlerweile ergibt dein Zoo echt Sinn. Und hier kann man die nochmal außen angucken. Und dann kann man sogar, glaube ich, hier nochmal reingehen. Obwohl, ne, hier sind noch mehr Schilder. Ich gucke erstmal hier. Was haben wir denn hier? Ach, das sind jetzt wieder die Spießböcke. Die haben wir vorhin von da oben gesehen. Hier, durch diese drei Scheiben. Du hast das sogar durchgezogen hier. Oben, unten, oben, unten. Finde ich cool, diesen Scheibenstil. Gefällt mir. Ich mag auch diese Dinger. Diese Infotafeln. Sehen auch sehr cool aus. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier weiter. Hier sind nämlich auch noch einige Schilder. Ringstart Maki und Rode Wari. Rode Wari ist der rote Wari und Maki? I don't know. Wahrscheinlich Katas, gehe ich mal von aus. Oder Lemuren. Schimpansi, Rode Wari. Gehen wir mal rein. Ja, Lemuren. Tatsächlich. Die Sonne blendet leider gerade ein bisschen von der Sicht, wo wir sind. Aber sehr schönes Gehege. Ist zwar wieder ein bisschen eckig. Hier gucken die Sachen so ein bisschen durch, aber das sind alles so Kleinigkeiten. Na, ich finde immer rund und sowas ein bisschen schöner. Die Idee finde ich cool, dass du das so in einem Gebäude eingebaut hast. Und ich finde das auch mit diesen Ranken hier sehr cool. Auch wenn die so ein bisschen die Sicht nehmen, aber das macht nichts. Hier sind rote Wari. Ne, rode Wari. Da hinten spielt er gerade. Auf seinem Keyboard. Cool. Und hier kann man sogar noch ins Haus reingehen. Ah, dann kann man hier nochmal auf die Schimpansen gucken. Das war nämlich das, was wir vorhin von innen gesehen hatten. Das Haus. Da sind die Schimpansen. Hier sind dann nochmal die roten Waris. Ein sehr großes Gehege, ne, für so kleine Äffchen. Ich glaube, das ist sogar verbunden, das Gehege. Guck mal, hier geht es, glaube ich, unten durch. Wenn ich das richtig sehe. Das heißt, die Katas sind verbunden mit den Waris. Also die können hier frei rumlaufen. Die haben echt ein großes Gehege, nicht schlecht. Geh da mal kurz rein, dann gucken wir mal, ob das wirklich so ist. Zack, schon sind wir drin. Ja, die können hier unten durch. Sehr cool. Tolles Affenhaus. Gefällt mir. Gehen wir mal wieder raus. Und weiter geht's. So, die wilde Horde, die haben wir schon gesehen. Hier kann man auch nochmal die Spießböcke angucken. Und hier waren wir vorhin, ne? Ich glaube, wir sind durch. Ja, wir sind durch. Cool, das ist nämlich die zweite Brücke, wo wir vorhin drauf waren. Schauen wir uns das Ganze nochmal von oben an. Also, das ist hier der Eingangsbereich. Wirklich schön aus. San Diego Zoo ist das hier. Flamingo-Gehege. Hier sind die Spießböcke. Oh, hier ist das Affen, dieser Affenkomplex. Der sieht wirklich cool aus. Hier dieser Dom, dann hier dieses coole Haus, wo man in drei Gehege gucken kann. Beziehungsweise zwei, das ist ja ein großes hier. Mit dieser Brücke, finde ich sehr schön. Ich mag es auch, dass du alles in diesem gleichen Stil gehalten hast, mit diesem Weiß und diesem Holz.
Das hast du wirklich den gesamten Zoo durchgezogen. Sieht wirklich toll aus. Ist zwar teilweise noch ein bisschen undekoriert und leer, aber ich glaube, dieser Zoo kann wirklich mal richtig gut werden. Und wenn du ihn weitergebaut hast, schick ihn gern wieder ein. Auch sehr schönes Haus, bis auf das Flackern hier. Das habe ich euch ja schon häufig gezeigt, wie man das behebt, ne? Einfach einmal in alle Richtungen so ein bisschen vorbewegen, da wo es flackert. Und dann kriegt man das ohne Probleme weg. Natürlich noch nach unten wieder. Da muss man es halt ein bisschen mit Geduld und perfekt machen. Dann geht das immer. Und flackert nichts mehr. Dann bist du hier oben behoben. Hier müsste man es auch nochmal machen. Und wenn man das dann einmal richtig hat, dann kann man das ja hier rüber kopieren und sowas. Sollte eigentlich relativ einfach gehen. So, wir machen mal die Gruppen wieder weg hier. Oh, sorry. So, jetzt geht's weiter. Hier war die Brücke. Ah, okay, ich verstehe. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Man kann sogar echt einen guten Rundlauf laufen, wenn man das will. Das heißt, man läuft einmal hier los. Hier ist ja der Eingang. Dann den grauen Weg einmal komplett im Kreis entlang. So. Und dann kommt man hierhin wieder zurück. Dann hat man einmal den unteren Bogen so gemacht. Und dann kann man hier oben nochmal diese andere Wegfarbe lang gehen. Das ist nämlich dieser erhöhte Weg. Wenn man den dann nochmal abläuft, dann hat man eigentlich den gesamten Zoo gesehen. Sehr interessant. Finde ich cool, mit so zwei verschiedenen Wegfarben auf zwei verschiedenen Höhen. Und man sieht hier wirklich dieses Holz und das Weiße hast du wirklich überall durchgezogen. Habe ich irgendein Tier übersehen? Ich glaube nicht. Was war denn hier? Waren das auch irgendwelche? Ach, das waren die Bongos. Okay. Und gerade hier vorne. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Zoo von Mitchell. Vielen Dank fürs Einsenden und ich würde sagen, das letzte Wort bereite ich nochmal eben vor. So, ich habe da mal eben was vorbereitet. Hört einfach hin, ich hoffe, ihr könnt Holländisch. Das war Mitchell San Diego Zoo. Bedankt für das Insturen. Schreib in die Reaktionen, wie ihr den Dierentuin leuk fand. Und als ihr ooit einen Dierentuin wilt insturen, dann kun je alle Informatie finden in de Videobeschrijving. Later een achter en heb een mooie Dag verder. Tot dan je Dandy. So, schreibt mal in die Kommentare, wer es verstanden hat. Ich wünsche euch was. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.